Schau mal, Gretel, da vorne ist dein Haus. Das könnte das Räuberhaus sein. Ach, Kasper, sei nur vorsichtig. Ich hab Angst vorm Räuber. Kann ich mich da hinterm Haus verstecken? Ja, versteck dich mal lieber, sonst merkt der Räuber noch was. So, Kasper, sieht man mich noch? Ja, du musst noch ein bisschen weiter. Und jetzt? Ja, jetzt bist du gut versteckt. So, den werde ich mal aus dem Bau locken. Wohnt hier noch das Gurkenhuhn? Ich will dich in die Suppe tun. Ja, was ist denn hier los? Wer stört mich denn hier? Gerade wollte ich mir ein schönes Stück Kuchen abschneiden und es gemütlich essen. Was brüllst du hier so rum? Kuchen essen gibt es nicht, denn du bist ein Bösewicht. Willst du frech werden, du kleiner Murkel? Nee, du Riesen-Rhinoceros-Pups. Und jetzt will ich sofort den Kuchen von der Gretel wiederhaben. Kuchen? Welchen Kuchen? Den hab ich doch selber gebacken. Ha, du und Kuchen backen, da lachen ja die Hühner. Den hast du der Gretel weggenommen. Und wenn du den Kuchen nicht rausrückst, dann werde ich dich verzaubern. Haha, du hast ja nicht mal einen Zauberstab. Womit willst du denn zaubern? So, und was ist das hier? Oh, das ist ja der Zauberstab von Petrosilius Zwackelmann. Wo hast du den denn her? Da staunst du, was? Den Zauberstab habe ich vom Zauberer höchstpersönlich. Und jetzt werde ich dich in eine Schlange verzaubern. Oh, Gnade, bitte nicht. Ich hab doch den Kuchen nur geklaut, weil ich mir keinen selber backen kann. Ich esse doch für mein Leben gerne selbstgemachten Kuchen. Aber ich hab keine Ahnung, wie man das macht, weil ich doch kein Backbuch habe. Du bringst mich da auf eine Idee, Räuber. Wenn ich dir nun ein Backbuch zaubern würde, rückst du dann den Kuchen von der Gretel wieder raus? Ach, das wäre toll. Dann würde ich nichts mehr klauen und auch die Leute nicht mehr erschrecken. Und den Kuchen, den gebe ich dir auch wieder. Warte mal, das haben wir gleich. Ich wünsche mir ein Backbuch für den Räuber. So, wie war das nochmal mit dem Spruch? Himbeereis auf Spatzendreck, Apfelsinen-Tintenfleck, Krötensuppe-Schlangenbein, dein Wunsch soll nun erfüllet sein. Räuber, Räuber, wo bist du? Na hier unten. Hilfe, was ist denn mit mir passiert? Du bist ja ein Riese, Kasper. Oh, ein Mini-Räuber. Wie niedlich. Na, das ist ja ein komischer Zauberstab. Oder habe ich da was falsch gesagt? Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe ja Schlangenbein gesagt. Und es muss doch Spinnenbein heißen. Oh, Kasper, bitte mach mich wieder groß. Aber du musst jetzt den richtigen Spruch sagen. Sonst werde ich vielleicht noch kleiner. Na gut. Dann werde ich es nochmal probieren. Ich wünsche mir, dass der Räuber wieder groß wird. Himbeereis auf Spatzendreck, Apfelsinen-Tintenfleck, Krötensuppe-Spinnenbein, dein Wunsch soll nun erfüllet sein. Vielen Dank, Kasper. Jetzt geht's mir wieder besser. Wie gut, dass ich wieder groß bin. Schaffst du es mir, noch ein Backbuch zu zaubern? Ja, bestimmt. Jetzt muss es klappen. Ich habe ja noch einen Wunsch frei. Also probiere ich es nochmal. Aber bitte sag jetzt den richtigen Spruch. Ich will nicht wieder so klein sein. Pass bitte ganz doll auf. Also, ich wünsche mir ein Backbuch für den Räuber. Himbeereis auf Spatzendreck, Apfelsinen-Tintenfleck, Krötensuppe,
Spinnenbein. Dein Wunsch soll nun erfüllt sein. Oh, toll! Ein Backbuch für mich ganz alleine. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ich gehe mal in mein Haus. Dort hole ich dann den Kuchen. Ich habe auch noch nichts davon gegessen. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Na, das ging ja schnell. Da bist du ja schon wieder. So, Kasper, hier hast du ihn. Ab heute werde ich keinen Kuchen mehr klauen. Denn nun kann ich ja mit meinem Backbuch alle Kuchen selber backen. So, ich werde mal schnell in mein Haus und ein Rezept ausprobieren. Und wenn du die Gretel siehst, kannst du ihr sagen, dass es mir leid tut. Und wenn ich einen Kuchen gebacken habe, dann lade ich euch ein zu Kakao und Kuchen. Kuchen? Da bin ich dabei. Aber mit Schlabberdibab-Sahne. Na, ist doch klar. Tschüss, Kasper. Gretel, kannst wieder rauskommen. Du brauchst vor dem Räuber keine Angst zu haben. Und stell dir mal vor, der will Kuchen backen. Ach, Kasper, das hast du toll gemacht. Ich habe hinter dem Haus alles beobachten können. Aber ich muss nun ganz schnell zum Schloss. Bestimmt macht sich die Prinzessin schon Sorgen. Ja, Gretel, ich werde dich das letzte Stück noch begleiten. Es ist ja nicht mehr weit bis zum Schloss. So, und nun verabschieden wir uns von euch, liebe Kinder. Zum Schluss noch ein Gedicht. Hat's euch gefallen oder nicht? Denn unser Stück ist nun zu Ende. Nun klatscht mal laut in eure Hände. Tschüssikowski!